Ah, da kommt sie schon. Was, hier laufen Menschen rum? Hat die einen erwischt? Nein, noch nicht. Ja, aber das siehst du eh nicht, weil die ja unsynchron sind. Na, siehst du, geht doch. Ein Stück, stopp, mach Pritsche auf. Ja. Darf ich mal abladen? Nein, das habe ich schon. Komm, mach mal halbe halbe. Du zwei, ich zwei. Nein, das machen wir jetzt ganz schnell. Damit Ich wir. bin da auch schnell. Das Ja. funktioniert mit der Kran vom Pritschenwagen. Nee, ganz ein bisschen Doch. anders. So. Schwenken, links, rechts, Ladung befestigen. Nee, Na, Arm links. runter, Ladung befestigen. Arm hoch, schwenken, Ladung lösen. Muss man die eigentlich, ich tue die manchmal einfach nur in den Bereich und habe aber festgestellt, dass es manchmal herumpackt, wenn man die aufeinander stellt, ne? Oh, Ist dir das auch schon schipp. passiert? Ja, das kann passieren. So, dann kannst du. Den Rest einkaufen. Ja, jetzt warte noch nicht, nein, die muss erst Ich mal weiß schon. den einen runter machen. So, dann kannst du jetzt Ding fahren. Den Rest kaufen brauchst du jetzt, sondern beladen. Die Ja, drei genau. Isoliermaterialien da. So. Dann warten wir mal. Das ist du beladen. So, wir schauen uns Okay. mal die Baustelle hier an. Was haben wir denn da? Ups. Da fehlt der Bauwagen, fehlt nur, und die Kästen Bier und so. Ja, und toi toi. Was, toi toi? Achso, die Toilette. Ja, stimmt. Wo gehen die armen Arbeiter hin, wenn sie Zum mal sich Nachbar. erleichtern müssen? Zum Nachbar. In den Garten. In den Busch. Na, sag. Ist da irgendwo eine Treppe zum Hochgehen? Ja, da muss auch nicht sein. Warte mal. Hallo Treppe. Da ist gar keine. Hallo? Kommt man doch gar nirgends hoch. Nö. Sieht nicht so aus. Hallo? So doof. Da ist noch gar keine Treppe reinbaut. Aber der Schatten zeigt eine Treppe an. Hallo? Komisch. Ah nee, der zeigt das Dach an. Ja. Okay. So. Aber ich muss jetzt mal schauen, wenn wir den dann haben. Den Auftrag, was dann noch kommt. Ach, das war's dann schon. Die zwei Isoliermaterialien noch. Dann sind wir mit dem Auftrag fertig. Na, das hört sich doch schon mal cool an. Ich sag, pass auf, ich stelle jetzt die mal anders hin. Dass ich da einfach mal noch mehr Platz krieg für die Dachpfannen. Na, kriegt ihr da hinten hin? Jawohl. So.
Hey. Johnny, was machst du da? So, jetzt haben wir den Platz für den Isoliermaterialien. Hey, ich bin jetzt zurückgefahren und da hat die Isoliermaterial wieder mitgenommen. Wie mitgenommen? Ich krieg die nicht runter vom Stapler. Ja, da musst du Ladung lösen. Du musst wieder nach vorne kippen. Ah, passt. Eieiei. Eieieiei. Dei. Ja, nächstes. Ich werde jetzt mal schnell was machen. Pass mal auf, bis du da bist. Ich schaue jetzt mal, was der Brötchenwagen kostet, weil ich habe, glaube ich, Fahrzeugkennzeichen habe ich offen, okay. So, jetzt schauen wir mal, was der Brötchenwagen mit Kran kosten würde. Weil die Investition wäre, glaube ich, schon cool, weil damit kommst du nämlich auch viel besser klar. Jo. 85.000, nach dem Auftrag wird man uns eventuell leisten können. Können wir dann da 50-50 machen? Kannst du da von meiner Kohle da aus benutzen? Nö. So viel jetzt, ich weiß nicht. Das ist ja mies. Aber den hole ich dann als nächstes. Weil haben wir nämlich das schon mal da. Obwohl, da müssen wir ein, zwei Touren erstmal fahren mit so Absatzkippertouren. Aber da kann ich dann, wenn es nicht reicht vom Let's Play her, bei ein, zwei Folgen machen, wo ich dann ein, zwei so Touren fahre. Nein, jetzt kippt es! Was denn? Was ist? Ah, okay, passt. Steht wieder. Ja, im Ernstfall könnte man ja Ladung zurücksetzen machen. Ja. Nee, dann kann ja sein, dass ich noch ein, zwei Touren fahren muss. Weißt du, am Absatzkipper den Container zum Hafen und bla bla bla. Das kann ja ich machen, schnell. Nee, das mache ich, wenn dann für diese Woche noch Let's Play fehlen sollte. Weil wir brauchen ja ein bisschen Puffer von Kohle für die Materialien zum Kaufen. Weil ich kann ja nicht gleich jetzt das Geld dann ausgeben für quasi für den LKW mit Kran. Aber weil ich kann ja den nicht verkaufen. Die Startfahrzeuge kannst du leider nicht verkaufen. Scheiße, jetzt bin ich zu nah rangefahren. Nein, jetzt ist er mal runtergefallen. Ich krieg die Motten, ey. Warte mal, wir machen das anders. Scheiße. Bis du das nämlich hast. Warte. Lass einfach stehen. Fahren wir. Stell die am Boden. Lass ihn einfach stehen. Fahr den Stapler weg. So. Hätte man eigentlich gleich so machen können. Weil damit geht es nicht nur einfacher. So. Ja, dachte ich mir jetzt auch gerade. Scheiße. Hey, höher, jetzt ab. So. Dann müssen wir noch ein bisschen näher ranfahren. So. Und kostet zwar 65 Euro, den daher zu bringen, aber ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Schau mal, ob du Laden befestigen kannst. Ob schon passt. Ja, ja. Gut, dann kannst du auch zumachen. Oh. Super. Dann bringe ich den zur Baustelle. Kostet 56. Hey, warum ist denn zur Baustelle billiger wie zum Bau? Hallo? So. Fahrst dann wieder unten rein. Pass auf, ich muss jetzt umdrehen. Also da, wo ich die ganze Zeit reingefahren bin, ja. Oder was? Ja. Ja, ist ja unten. Das andere ist oben. Aber warten, bis ich drin stehe, weil ich jetzt erst mal wieder hinfahre. Da haben wir den ersten, die erste Baustelle fertig. Nee, das nächste Mal nehmen wir gleich den zum Laden fahren, zum Bauhof, da musst du die Sachen bloß am Boden stellen, die Paletten, und dann kann ich sie nämlich hoch.
Dann geht's schneller. Ja, ich nehme jetzt beim nächsten Einkauf, nehme jetzt auch einen Bagger, hey, ohne Schmarrn. Außer man muss das ausbaggern, dann ist blöd, weil da braucht man ja. Na. So. So. Ach, die kommt schon. Schön. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ich glaube, wenn es an der Mauer hängen blieb. Das habe ich gar nicht gesehen. Siehst du mal, wo ich hinschaue? Nee, ich klebe voll zu sehr, zu weit an der, glaube ich. Du musst, jetzt hängst du wieder, pass auf. Du musst erst einlenken und ein bisschen warten und dann rückwärts fahren, weil es dauert eine Weile, bis die Lenkung eingeschlagen hat. So, jetzt. Jetzt gerade nach hinten setzen. Noch ein Stück. Gut, stopp. Scheiße, ich muss erstmal zurücksetzen. Hopp. Plumpst's jetzt. Nein, da blumst's nicht. Plump, plump. Hat nicht geblumst, haha. Werden die Kohlen für die Geräte abzogen? Haben wir nur Zeit? Wie? Die Wartungskosten monatlichen. Ach, dies hat man doch jetzt hier noch nicht auf dem Ding. Ach so, das hatten wir erst, wenn wir das Ja, Stadtfirmengelände hat, stimmt, genau. ja. Hey, jetzt, was soll das? Yeah. Nein! Scheiße! Jetzt muss ich nochmal ranfahren. Fahren wir mit dem LKW weg. Ja. Ja. Ich hoffe, ich komme da jetzt hin. Jawohl. Gut. So. So. Dann fahren wir den jetzt raus. Einfach mit Backspace. Achso, ja, stimmt, hast mir das erklärt, genau. So. Ja, irgendwas stimmt da noch nicht. Ah, kleiner Bagger, der muss komplett runter von der Baustelle, okay. Gut, fertig. Oh, und jetzt bin ich Jawohl. geflogen. Oh, und da steht Upsi. der Fahrzeug im Ding. Ja. Ah, 120.000 haben wir. Das heißt, Jawohl. wir könnten den doch schon kaufen. Oh, das sieht ja schnuckelig aus, das Häuschen. Ja, das haben wir gemacht. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Und der Grill. Ja, aber das Problem ist, weiter drauflaufen kann man leider nicht. Man kann Ja, das Teil genau, nicht das ist mitnehmen. Unsichtbare Wand, schade unsichtbare eigentlich. Barriere, ja. Schade eigentlich. Ja, trotzdem schaut cool aus. Na gut, dann Fahrzeuge zum Bauhof zurück und dann machen wir Feierabend. Alles klar. So, zum Firmengelände Dorf, jawohl. So. Bord dich einfach, dann steht alles da. Ja. Gut. So. Okay, mein Schatz, dann haben wir den ersten Auftrag hinter uns, 120.000 hat zack, das Konto. Ich würde sagen, wir machen noch einen so einen Auftrag dann und dann holen wir uns mal das erste Fahrzeug. Wollen wir nicht, Schatzi, die Zwischenlösung mit dem Bagger ist doch ganz cool. Wollen wir nicht einfach mal bis 500.000 mal Gas geben?
Und Ja, das dann dauert uns den schon. erst, ja, weißt du was? Ich fahre jetzt ohne Let's Play, fahre jetzt mal ein paar Dinger. Nein, die ist halt nicht ohne Let's Play-Aufnahmen gespielt. Na, okay. So. Okay, so, das war's jetzt erstmal für diese ja, Tage und wir freuen uns aufs nächste Mal. Dann schauen wir mal, was wir dann basteln. So, also, und ja, in Zukunft, wenn wir mal ein Stück weit vorangeschritten sind und unser Firmengelände in der Stadt haben, dann kann passieren, dass wir mal die eine oder andere noch von euch mit einladen. Ja, so, wenn ihr Ja. wollt, könnt ihr einfach mal mitzocken. So, also gut, jo, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Danke, ciao.